you get a hand grenade? I don't know. Du stehst da, denkst an nichts Böses und klonk, landet etwas zwischen deinen Füßen. Noch ehe du Kabumm sagen kannst, checkst du, dass der geheimnisvolle kleine Gegenstand eine riesige Granate ist. Überleben. Eine Granatenexplosion. An sich ist eine Granate nichts, wovor man sich fürchten muss. Es sei denn, der Splint wurde gezogen. Warum haben eigentlich viele Granaten ein Waffelmuster außen? Nun, das sind Mini-Raketen. Geht die Granate hoch, fliegen diese Schrapnelle in alle Richtungen. Diese sogenannten Granatsplitter verderben dir definitiv den Tag. Sie verletzen oder töten dich sogar. Oh my God, how do I walk away in movies without flinching when it explodes behind them? There's no way! Wenn dir also eines dieser kleinen Todespakete vor die Füße fliegt, was zur Hölle macht man dann? In Deckung gehen? Oder ein Stoßgebet gen Himmel schicken? Nun, gleich fliegen dir die Antworten um die Ohren. Hier unsere besten Tipps, um eine Granatenexplosion zu überleben. Nummer 1. Bewegung. Landet eine Granate in deiner Nähe, musst du dich schneller bewegen als je zuvor. Nur etwa eine Sekunde bleibt dir, um so schnell wie möglich wegzurennen oder zu springen. Im besten Fall schaffst du es, etwa 4,5 Meter weit wegzukommen. Mehr schaffen die meisten Menschen innerhalb einer Sekunde nicht. Nummer 2. In den Dreck. Als nächstes bleibst du so nah am Boden wie möglich. Am besten legst du dich flach auf den Bauch. So vermeidest du am ehesten die Granatsplitter, da du so nur eine geringe Oberfläche als Zielscheibe bietest. Nummer 3. Füße geradeaus. Du liegst also neben einer Granate am Boden. Eigentlich hast du dir deinen Tag anders vorgestellt, oder? Du musst dich so in Position bringen, dass deine Füße in Richtung Granate zeigen. Sollten dich Splitter treffen, schlagen sie so nur in deine Schuhsohlen ein und vielleicht in deine Füße. Okay, nicht ideal, aber verdammt viel besser als Metallstücke im Kopf. Nummer 4. In Deckung gehen. Egal wie, bleib unten. Dreh deinen Kopf von der Explosion weg und halte Kopf, Augen und Ohren bedeckt. Du willst nicht, dass dein Körper und erst recht nicht dein Gehirn einem Teil der Explosion ausgesetzt wird. Die Granate explodiert, der Staub setzt sich. Durch die Kombination aus deinem Training und einer Art Wunder bist du am Leben. Glückwunsch! Du hast gerade eine Granatenexplosion überlebt. Damit kannst du mit Recht angeben. Granaten sind hochgefährliche Waffen, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Solltest du je das Pech haben, auf Tuchfühlung mit einer zu gehen, sieh zu, dass du Land gewinnst und entkomme einem gewaltsamen Tod. Unser Rat? Halt dich von ihnen fern, wann immer du kannst. Und wir werden dann auch noch da sein mit Überleben.